Dieses Video endet, wenn ich 400.000 Euro habe. Und zwar im Gucci-Simulator. Leute, aktuell haben wir 304.000 Euro. Allerdings sind unsere Warenlager leer. Also haben wir eine ordentliche Stange an Arbeit vor uns. Vor allem ist das Ganze heute wieder ungeschnitten. Deshalb habt vielleicht ein bisschen Nachsicht mit mir, falls ich mich verplapper, verhaspel. Das bleibt alles drin, weil ich ein Dummkopf bin. So, Leute, ich habe auch ein bisschen Vorarbeit geleistet. Es sind auch schon wieder irgendwie 20.000 Leute krank. Das finde ich wirklich skandalös. Ja, nimm dir einen freien Tag. Aber ich habe auch die Zwischenzeit genutzt, ein paar Leute noch extra einzustellen. Hab die Sachen ein bisschen optimiert. Hab auch viele, also wir haben viele Leute am Start. Da ist alles wunderbar. Ich werde, glaube ich, auch heute ein bisschen mehr in Richtung Gucci Gaming gehen. Mal wieder so ein paar, vielleicht ein Handy rausbringen von Gucci. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Aber das habe ich, wie gesagt, alles schon eingestellt. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt hier einmal nochmal das Mindestlager bestellen. Denn da haben wir auf jeden Fall zu wenig. Genau. Mindestlager, genau. Boah, Alter, 42.000. Krass. Okay, wir gucken jetzt erstmal, ob unser System funktioniert. Ich habe hier auch wie immer mein Handy am Start. Leute, falls ihr weiterhin Bock habt auf diese kleinen netten Folgen, dann lasst super gerne einen kleinen Like da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Es kommt hier wahrscheinlich auch gleich noch ausnahmsweise ein klitzekleiner Cut, wo ich noch etwas Wichtiges mit euch besprechen muss. Aber ja, das kommt, wenn... Oh Gott, das kommt, wenn es kommt. Dieser Laden. Der ist komplett leer gekauft. Hey Leute, seit heute ist mein neues Buch Verschollen im Bermuda-Dreieck offiziell draußen. Eigentlich ein Zeitpunkt, wo man sich freut. Allerdings hat jemand Scheiße gebaut. Und ausnahmsweise bin das mal nicht ich. Und zwar sind aktuell fehlerhafte Bücher im Umlauf. Und zwar sind das nicht korrigierte Versionen. Es schleichen sich ja manchmal so ein paar dumme Fehler ein. Die werden aber normalerweise dann eben korrigiert im Laufe der Zeit. Allerdings hat ein Mitarbeiter von meinem Verlag eine veraltete Version in den Druck gegeben. Und diese Bücher sind eben im Umlauf. Wie könnt ihr kontrollieren, ob ihr so ein fehlerhaftes Buch habt? Es sind zahlreiche Fehler da teilweise drin, aber ein, oh Mann, aber ein, wo ihr das sofort erkennen könnt. Und zwar, ihr geht auf Seite 165. Ihr haltet aber sofort das Bild oben links zu, damit ihr euch nicht spoilert. Guckt in die 10. Zeile. Nicht darauf achten, was hier steht, sondern einfach nur darauf achten, ob in der 10. Zeile Paltuten steht. Und wenn das der Fall ist, habt ihr ein fehlerhaftes Buch. Was macht ihr jetzt? Ihr guckt hier bei diesem Video in die Videobeschreibung, klickt dort auf den ersten Link und dort auf dieser Seite könnt ihr das korrigierte Buch beantragen. Und dann bekommt ihr das kostenlos zugeschickt. Für euch entstehen keine weiteren Kosten. Das ist, wie gesagt, auch nicht der einzige kleine Fehler im Buch. Weil zum Beispiel in der Vergangenheit gab es ja auch noch, ich weiß doch, statt Professor Ente stand Professor Ende. Aber ja, wie gesagt, solche Sachen werden normalerweise korrigiert. Es tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Aber ausnahmsweise bin das nicht ich, der Scheiße gebaut hat. Ja, tut mir echt leid. Krass. Alles. Hier sieht man die Artikel. Das sind kein Bock. Niemand hat Bock auf den Artikel. Oder auf diese hässlichen Schuhe. Oh Mann, Leute. Da, ein Drucker. Ey, das erinnert mich an die, an eine Story, die habe ich, glaube ich, mal. Ich weiß gar nicht, wo ich die erzählt hatte. Meine peinlichste Geschichte. Meine damalige Freundin. Ja, ich hatte mal eine Freundin, ist verrückt, aber wahr. Und das ist allerdings, boah, ich war, glaube ich, 17 Jahre. Kommen die Leute jetzt mal rein in den Laden? Vor allen Dingen muss hier auch gleich ein bisschen was ausgepackt werden. Auf jeden Fall schenkt, das ist mein Tipp, der ist nicht universell, aber das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich auch versuche immer zu beherzigen. Und zwar, ich wollte meiner damaligen Freundin ein praktisches Geschenk machen, weil sie hatte den einzigen Drucker in der Familie und deswegen hat sie immer übertriebenst genervt, dass alle Leute immer zu ihr kamen, um zu drucken. Und dann dachte ich mir, ja, ist doch super smart, dann schenke ich ihr zum Geburtstag noch einen Drucker, damit nicht mehr die Leute zu ihr kommen, um zu drucken und so weiter. Es war ein absoluter Fail. Sie hat mich gefragt, ob ich das ernst meine und es war so peinlich. Es war, es ist,
Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Geschichte jetzt gerade richtig erzählt habe, aber es war furchtbar peinlich. Es war wirklich eine... Oh, guck mal hier! Die beiden sind am Arbeiten. So, ich habe auch ordentlich Wasser. Wenn ich daran wieder denke, wie peinlich mir das war. Als sie gesagt hat, ob ich das ernst meine. Oh Gott. Es war so schlimm. Es war so... Und seitdem habe ich niemandem mehr was Praktisches zum Geburtstag geschenkt. Also... Das war mir eine Lehre. Weil im Gegensatz zu mir, ich freue mich, wenn ich praktische Dinge zum Geburtstag bekomme. Also ganz ehrlich. Oh, guck mal, endlich. Der Laden füllt sich wieder mit den ganzen Artikeln, die jetzt hier die ganze Zeit ausgepackt werden. Während Jerome und Leonard, okay, alle wechseln sich ab. Die Kassen sind auch verhältnismäßig gut ausgelastet. Natürlich muss jetzt hier eigentlich mal die ganzen Artikel hinzugefügt werden. Da können wir selber noch mal ein bisschen helfen. Aber ja, erwartet von mir auf jeden Fall keine Tipps für Frauen. Das war... Na, aber danach habe ich es immer ganz gut gemacht. Also ich glaube zumindest, ich bin eigentlich gar nicht so ein schlechter Schenker. Seid ihr gute Schenker? Oder auch Beschenkte? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Übrigens noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar kommt ja diesen Samstag, also am 12.11. 11 Uhr, kommt Mini-Edgar raus, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt. Da hat jemand geklaut! Stopp! Hör auf! Ich muss dahin! Genau, ab dem Zeitpunkt kann man sich den süßen... Wo ist die Person? Achso, der wurde schon verhaftet. Okay. Kann man sich den süßen Fratz vorbestellen. Wir wollen halt gucken, wie überhaupt die... ja, wie die Nachfrage ist, weil wir ja leider, und es war dann letztlich, haben wir das einfach falsch eingeschätzt, weil viele haben sich beschwert, es gab ja den Weihnachts-Mini-Paluten mit dem Adventskalender und der war halt innerhalb von 24 Stunden restlos ausverkauft. Und das haben wir einfach falsch eingeschätzt und das kann ich euch auch sagen, es ist nie so, dass ich mir denke, wir machen nur so und so viel von Artikel XY. Damit man, es gibt ja dieses künstliche Nachfrage, künstliche Verknappung, das machen wir nicht. Da habe ich auch überhaupt gar kein Interesse dran, weil zum Beispiel Stand jetzt, ich wurde, und das ist kein Scherz, ich wurde echt von super vielen Leuten beleidigt, vor allen Dingen Mütter, die gesagt haben, wie kann man denn nur dumm sein, zu wenig davon herzustellen und so weiter. Ihr habt doch Erfahrungswerte. Ja, Leute, die Erfahrungswerte sind bei jedem Artikel anders. Das ist wirklich... Also zum Beispiel haben wir jetzt ja auch die Piratenbox rausgebracht, passend zum neuen Buch. Und davon haben wir ungefähr die gleiche Menge wie von dem Adventskalender und Mini-Paluten. Aber das ist jetzt auch noch nicht ausverkauft. Und der Artikel ist, glaube ich, jetzt schon circa eine Woche draußen. Das ist einfach von Artikel zu Artikel unterschiedlich. Und jetzt machen wir es beim Mini-Edgar so, dass wir erstmal gucken, wie ist denn die Nachfrage. Und dann passen wir eben die Produktion so ein bisschen an. Beziehungsweise wir können einfach viel schneller dann drauf reagieren und nachproduzieren. Weil es ist jetzt vielleicht super langweilig für 90% von euch, aber es ist ja nicht so, dass ich in irgendeiner Weise ein großer Player bin, der jetzt zu Fabriken gehen kann und sagen kann, ich will jetzt hier das und das muss bis da und dann fertig sein, sondern es ist eher so, hey, es wäre echt cool, wenn ihr bis dahin produzieren könntet. Ah, könnt ihr nicht? Okay, können wir uns irgendwo einreihen, weil die Mengen, die wir produzieren, die sind halt Lacher für diese Fabriken. Die lachen sich ja krümmlich, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Baby Yoda, Plüschfiguren oder was auch immer produziert. Oh! Dann werden davon ja Millionen, Hunderttausende hergestellt. Und lass mich doch! Stopp! Alter, wolltest du ein Dortmund-Trikot klauen? Auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. So, ich muss mal kurz hier gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, sieht alles gut aus. Damit ihr das einfach so versteht, ich mache das nicht mit Absicht oder sonst was, sondern es ist halt einfach wirklich scheiße gelaufen und wir haben es falsch eingeschätzt. Es war auch das erste Mal, dass wir überhaupt einen Adventskalender rausgebracht haben. Also, der kann auch leider so kurzfristig nicht mehr nachproduziert werden. Das tut mir auch wirklich leid. Es werden jetzt gerade... es kommen nochmal weitere Größen vom Glücksbringer-Hoodie inklusive Mini-Mini-Paluten raus.
Und genau, den Mini-Edgar, Mini-Paluten. Evil wird kurzzeitig, der läuft, glaube ich, auch bald aus. Da sollen aber auch die nächsten Tage wieder Nachschub kommen. Und was ist... Wer hat sich denn da gerade beschwert? So, ich mach mal hier den Turbo-Boost rein. Hast du auch schon wieder Feierabend? Ja, das wollte ich einfach nur mal erzählen. Auch vielleicht so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Das kann man jetzt hier in diesem gemütlichen Ambiente auch immer ganz gut erzählen. Ich würde das jetzt nicht in einem zum Beispiel BeamNG-Video. Da geht es darum, dass man durch die Gegend fliegt und alles ein bisschen kaputt macht. So, wie war denn jetzt der Tag? Ja, 18.000er. Dafür, dass es vor allen Dingen am Anfang so schleppend war, weil wir hatten ja gar keine Artikel am Start. Fand ich das eigentlich nicht schlecht. Oh ja, hier können wir jemanden gebrauchen. Da gehe ich auch direkt mit ordentlich viel Geld rein, weil... Die Person hat Verkäufe hoch. Und Verkäufer können wir aktuell immer noch sehr, sehr gut gebrauchen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, das glaube ich zu der Artikelhandhabung. Das ist gut. Zu dem Thema. Wie gesagt, tut mir leid, falls der ein oder andere gerne noch ein Weihnachts-Mini-Paluten haben möchte. Wir hätten das zum Beispiel jetzt auch machen können. Okay, im Februar gibt es halt Nachschub von den Weihnachts-Mini-Palutens, aber das finde ich halt irgendwie nicht so cool. Dann würde ich eher sagen, dass wir im nächsten Jahr das Ganze nochmal probieren und ja, möchte ich gerne einstellen. Die ist zwar eher Sicherheit, aber ja. So, jetzt gucken wir mal. Dich nehme ich auch für Artikelhandhabung. Zack. Weil wir müssen einfach wirklich ein paar Leute einstellen. Vor allen Dingen habe ich auch Angst, dass wieder ein paar abspringen. So, mal ein bisschen was trinken. Mein Hals ist schon wieder so trocken. Wenn ich hier die ganze Zeit am Labern bin, dann wird er ein bisschen trocken. Und ein bisschen wund. Das ist auch manchmal so interessant. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Manchmal habe ich dann so richtig beim Talken Halsschmerzen. Aber eigentlich müsste meine Stimme das doch gewohnt sein. Junge, ich laber doch den ganzen Tag. Was ist los bei dir? Das ist eine Sache, boah, die würde ich so gerne automatisieren, das mit den höheren Löhnen. Weil jetzt habe ich Kira und Eva. Oh, Kira, so hieß der Hund von meiner Tante. Kira, oh, jetzt habe ich den anderen Namen schon wieder vergessen. Sorry. War das Mia? Oder wer war das? Ich weiß nur noch Kira. Boah, ey, guckt euch mal an, auch was wir mittlerweile für eine Armada an Leuten haben. Das ist schon... ich habe keine Kira gefunden. Doch, da ist sie. So, was ist jetzt los bei dir? Wie viel Kohle willst du? Oh Gott, Kira, Alter. Damit kann ich leben. Ja, damit könnte ich auch leben. So, wer war die zweite nette Dame? Wir können gleich auch nochmal ein paar Eva... Ein paar Fragen... von euch beantworten. Da sind nämlich noch ein paar übrig geblieben. Eva. Schöner Name, Eva, oder? Finde ich, das ist ein schöner Name. So, seid ihr zufrieden mit eurem Namen? Ich frage mich, wie das... Ja, ich hab ja so einen Allerweltsnamen. So Patrick, beziehungsweise Patrick, das ist jetzt... Nichts super krasses. So, ich gehe mal hier wieder ran und muss ja auch wieder Artikel nachbestellen. Mindestlager hinzufügen. Stimmt, und ihr meintet auch, dass ich viel mehr bestellen sollte. Das kann ich mal zum Teil einfach auffüllen, beziehungsweise ich werde mal das alles immer auf 10 packen, weil ihr meintet, dass viel mehr eigentlich verkauft wird. So, gehen wir doch mal. Obwohl, das ist jetzt ja die Bestellung und nicht mein Mindestlager, was ich jetzt hier neu einstelle, oder? Ich weiß es nicht. Naja, das sind auch zum Teil die Sachen, die ja einfach nur verkauft wurden. Zum Beispiel wurden nur 2 von denen. Man könnte eher gucken, die Artikel, wo viel verkauft wurde. Hier können wir mal eine 4 draus machen. Hier auch. Hier machen wir 5 draus. Hier 6. Damit die dann auch alle auf jeden Fall mal neu verkauft werden. So, testen wir einfach mal. Neuer Tag, neues Glück. Wir müssen ja auch ein bisschen Cash-Mash machen hier. Also ganz ehrlich. Das zahlt sich hier nicht alles von alleine. Weil, guck mal, wir sind jetzt bei 264. Ja, ja. Also wir müssen da schon Gas geben. Apropos Gas geben. Guck
gucken wir doch mal, was eure Fragen so machen. Hashtag fragpaluten. Genau. Wirst du irgendwann wieder ein Let's Play vielleicht mit GLP machen? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja, Minecraft Flucht ist geplant. Ich habe gestern, beziehungsweise heute Morgen, hat der Manuel mir, glaube ich, um 7 Uhr morgens, boah, Alter, wie viele das sind, eine Sprach... Ah, ich habe die neuen Leute nicht eingestellt. Also, was die machen sollen. Die laufen jetzt wahrscheinlich hier völlig planlos rum. Ja, ja, hier hinten sehe ich doch jemanden. Christine. Christine soll... Mach einfach mal Verkäufer. Verkäufer kann nie falsch sein. Wir hatten auch, glaube ich, viele von denen. Ja, guck mal, auch hier Torben. Interessant, haben wir so viele Leute gehabt. Du machst einfach da mal Kassierer. Und du machst auch nochmal Verkäufer. Ist egal jetzt. So, genau. Minecraft Flucht soll auf jeden Fall noch kommen dieses Jahr. Das hatten wir uns schon lange Zeit vorgenommen. Aber ihr wisst ja, Manuel macht aktuell eine Pause und da wollte ich ihn auch zu nichts drängen. Und jetzt hat er gesagt, okay, passt alles, weil er hatte sich ja Katzen geholt und hatte dann auch das mit der Nase und wollte dann halt nichts überstürzen. Und jetzt fühlt er sich wieder fit. Kannst du mal Horrorvideos machen? Ungern. Also ich bin echt ein Schisser. Vielleicht mal als so ein Special. Mal eine Frage. Was machst du gerne? Nichts mit YouTube. Ich gehe sehr, sehr gerne Skifahren. Ich gehe sehr, sehr gerne wandern. Ich gehe sehr, sehr gerne Fahrradfahren. Ich gehe sehr, sehr gerne joggen. Das sind so die Sachen, die ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr gerne gemacht habe. Boah, guck mal, Alter, hier hängen sie alle an den Computern. Und sind schön am Arbeiten. Das finde ich gut. Ja, das sind so meine hauptsächlichen Hobbys. Im Sommer gehe ich sehr, sehr gerne auch Stand-Up paddeln. Oder ich habe mir auch so ein kleines Kajak geholt. Damit bin ich ein bisschen rumgefahren. Was gibt's denn noch so? Ja, das wäre es, glaube ich, alles so aktuell. Skisaison steht ja kurz vor dem Start. Beziehungsweise die Gletscher haben teilweise auch schon aufgemacht. In Sölden kannst du Skifahren. Hintertuxer ja sowieso. Genau. Würdest du bei Seven vs. Wild mitmachen? Also, klar, man würde jetzt sagen, ja klar würde ich da mitmachen. Easy. Aber, Alter, also wenn man sich das so anguckt, auch die erste Folge habe ich übrigens auch eine kleine Reaction zu gemacht. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Ich werde auf jeden Fall auch mir die zweite noch gönnen. Auf jeden... Oh Gott. Ich glaube, ich wäre halt auch eher so, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich würde schon eher Richtung Knossi gehen, weil ich habe keine Survival-Skills. So ein Fritz oder auch ein Ordo... Die haben ja schon eine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Die wissen, was man vielleicht als erstes machen sollte. Aber ich würde mir denken, oh, okay. Also, ich weiß es nicht. Ich bin da, glaube ich, teilweise auch ein bisschen zu sehr Milchtüte. Weil viele sagen, ach klar, ich würde dann das und das und das und das und das machen. Aber wenn du dann tatsächlich da irgendwo alleine in Panama bist, ohne Handy, ohne alles, das ist, glaube ich, einfach nochmal was ganz anderes. Was viele Leute auch unterschätzen, glaube ich. Das ist jetzt so mein Bauchgefühl. Aber es kann auch sein, dass ich das falsch einschätze und es wäre super easy. Aber, also, ich würde sowas vielleicht mal ausprobieren, aber ich könnte nicht hundertprozentig sagen, ob ich das wirklich so packen würde. Also, ja. Aber ich habe jetzt auch nicht so sonderlich viel mit Fritz zu tun. Dementsprechend, glaube ich, wird es auch nicht dazu kommen. Obwohl wir ja zusammen mal Zombies gejagt haben. So, Umsatz erwartet Gewinne 15.000. Die Gewinne sind ein bisschen geschrumpft, habe ich das Gefühl, oder? Oh Gott, 12 Mails, Alter. Ey, warum seid ihr alle krank? Warum sind die alle... Ja gut, weil Mitarbeiter halt von Zeit zu Zeit einfach mal krank werden. Das ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches. Wir sehen hier nur, dass viele gerne wieder eine Gehaltserhöhung wollen. Und zwar Janek Roman. Gehen wir erstmal bei denen beiden. Das nervt mich halt mega. Janek und Roman. Dass sich da jetzt wieder... Und vor allen Dingen auch in was für einer Frequenz die Leute neue Kohle wollen. So, hier... Ja... Bitte.
Dann haben wir noch den wir haben zwei Romans. Ja, ich werde einfach mal den hier. Das wird schon der richtige sein. Den kenne ich auch mittlerweile. Der mit den wilden Haaren. So, und da wollte irgendjemand auch noch was. So. Bezug Janek, Roman und Michelle. Wir haben doch auch schon wieder mehrere Michelles, oder nicht? Michello, Madeleine. Das ist ja ein relativ langer Name. Müsste der mir nicht eigentlich total ins Auge stechen? Ist die relativ weit vorne? Mariam. Da ist sie. Hallo, Michelle. Na, du willst mega Kohle, ne? Ja. 18. Bitte sehr. So, dann lass uns jetzt nochmal ganz schnell hier die Leute einordnen, genau, die nämlich noch gar nicht zugeordnet sind. Da werden wir mal schauen. Genau, die macht auf jeden Fall Verkäufe. Zack. Machen wir mal in dem Rhythmus. Und dich bitte den ganzen Tag. Sehr gut. Victoria, du machst Artikelhandhabung. Das ist zumindest schön grün. Obwohl, du könntest auch Verkäufe machen. Da hast du auch viel mehr Talente für. So, und Victoria werden wir dann einen Ticken anders einstellen. Und zwar so. Verkäufer, zack, 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 zack. Sehr gut. Torben? Ey, Torben ist schon krank? Torben, habe ich dich nicht gerade erst eingestellt? Brudi? Aber okay, das kann natürlich dann einfach sein. Du warst Auffüller, ne? Du machst hier auch einen auf den. Ganzen Tag. Zack, zack, zack. So, und Bennett. Bennett ist auch Auffüller. Bennett kriegt dann allerdings den hier. So, und dann haben wir das doch eigentlich. Hat die neuen Leute ganz gut verteilt. Können natürlich gucken, ob wir jetzt hier nochmal neue einstellen. Oh ja, Artikelhandhabung. Zack. Oh, die hat... Achso, ein Ticken mehr, dann haben wir den Deal. Ja, perfekt. Artikelhandhabung hoch. Dann lass uns das doch mal hier schön probieren mit euch. Verkäufe. Ja, notfalls mache ich dich Kasse. Weil Kasse ist, glaube ich, auch nicht hundertprozentig alles eingestellt. Ah, das war es auch mit den Leuten. Weil, wenn wir mal kurz den Filter anwenden, Kassierer, weil dann, wir bräuchten ja eigentlich 8. 8 Leute. Ja, dann haben wir doch da direkt jemanden. Ali, komm mal her, Ali. Du kommst hier ganz loggerfloggig. Kassierer. Zack, 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 zack. Und hast dann immer so frei. Das finde ich gut. So, Dario. Dario war Mr. Artikel. Du machst hier auch einen auf den. Und gönnst dir Auffüller. War doch, ne? Ich habe manchmal echt so ein Spatzengehirn. Aber no problem. Und hat er auch direkt einen freien Tag. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Bestellung. Mindestlager. Das fügen wir mal alles hinzu. Werden bestellt. So, und jetzt will ich einfach mal ein bisschen Elektronik kaufen. Handys, Telefone. Hier, da muss doch mal Gucci... Oh, Alter. 150? 200? 223? Ja, gucken wir doch mal hier die hier. Von denen kaufen wir einfach mal 20 Stück. Wir gehen jetzt rein in den Handymarkt. Davon 20 Stück. Dann haben wir hier unten nochmal davon. Hier 20 Stück. Oh ja, hier auch. Das sieht edel aus. So. Das könnten noch richtig geile Moneymaker werden. 15.000. Das ist natürlich jetzt hier wieder ein... Das ist eigentlich auch so ein finanzielles Risiko. Vor allen Dingen, wenn unser Ziel ist, hier die 400.000 zu machen. Eieiei. Aber nur gut, wenn ich wage, der nicht gewinnt. Ich werde jetzt hier auch wenn ich das letzte Mal verkauft habe, was eigentlich total dumm war, werde ich hier nochmal sowas aufstellen.
Plätze variabel. Ne, ich mach das so. Es tut mir übrigens leid, falls man hier im Hintergrund irgendwie so laute Bohrmaschinen hört. Bei mir im Haus wird irgendwie gearbeitet. Aber warte mal, ich kann das ja beides einfach weiß machen. Gestalten. Genau. Einmal so. Zack. Jawohl, dann ist es richtig schön clean. So, dann sollen mal die ganzen Arbeitsbienen vorbeikommen. Wir kümmern uns mal um die Fragen. Hast du noch Kontakt zu den UFO-Leuten? Habe ich, glaube ich, mal in einem anderen Video schon erwähnt. Relativ lose. Revi und ich schreiben mal. Smurf und ich schreiben auch mal ab und an. Mit Izzy habe ich eigentlich... Habe ich mit Izzy mal geschrieben? Nee, ich glaube nicht wirklich. Und mit Felix auch nicht wirklich, nee. Was aber auch nichts Schlimmes ist. Also es ist auch nicht so, als hätten wir jetzt zu den UFO-Zeiten... Felix, der tingelt halt schon seit gefühlt allen Jahren durch die Gegend. Von den UFO-Leuten habe ich ihn immer am wenigsten gesehen. Also was aber auch überhaupt... Ach Mann, jemand hat geklaut! Was auch überhaupt nicht schlimm ist. Das ist ja auch so... Meine Hauptleute waren ja auch... Oh ja. Waren dann ja auch letztlich... Kann ich hier nur einen hinhauen? Okay. Reicht ja auch erstmal. Waren ja auch die Jungs aus dem Freedom Squad. Also... Von da aus... Ja, hier könnt ihr... Oh, ja, jetzt. Gönnt die Handys. Wann spielst du mal wieder Farmers Dynasty? Boah, ich weiß gar nicht mehr, was Farmers Dynasty für ein Game war. machst du dieses Jahr noch FIFA 23 Content? Eigentlich muss ich das. Das Problem ist einfach, Leute... mein Leben ist aktuell einfach noch chaotischer als sonst. Ich habe den YouTube-Kanal, ich habe das Haus und das frisst einfach alles unheimlich viel Zeit. Und ja, es ist einfach sehr, sehr viel los in meinem Leben. Dazu werde ich, denke ich mal, die nächsten Tage oder Wochen auch noch ein bisschen was genauer erzählen können. Aber ja, lasst euch... Stopp. Diesmal catch ich dich. Bam, Alter. Hör auf, mein AC Milan-Trikot zu klauen. Hast du ein Traumauto? Falls ja, welches? Boah, ich habe viele Autos, die ich einfach unfassbar geil finde. Also natürlich so ein Porsche GT3 RS finde ich schon sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Naturally aspirated. Das ist schon ein geiles Teil. Also vor allen Dingen auch der neue, einfach wahnsinnig schön. Ich meine, ein Ferrari oder auch ein alter Porsche. Also so die alten 964 ist das, glaube ich, auch wunderschön als Cabrio, schwarz mit beigem Interieur. Das sieht schon geil aus. Also kann man nicht anders sagen, aber natürlich hat auch Ferrari schöne Autos, Mercedes. Also da gibt's so viel geilen Kram. Aber ja, alles, wenn überhaupt, zu seiner Zeit. Aktuell konzentriert sich bei mir eben auch finanziell alles auf das Haus. Das ist einfach so. Also ich versuche mein Geld beisammen zu halten, eben damit ich das Haus abbezahlen kann. Ich hoffe, dass da auch bald mal wieder ein paar Rechnungen kommen, weil man natürlich gewisse Rücklagen bildet für das Haus, die dann aber, wenn der Bau sich ein bisschen verzögert, nicht wirklich abgerufen werden. Und ja. Was hast du so alles in deinem PC, also von der Leistungsfähigkeit? Boah, kann ich dir gar nicht so 100%. Ich weiß, ich habe eine 3090. Da gibt es aber bald ein leckeres Upgrade. Ja. Hast du schon mal überlegt, eine Zeichentrickserie zu machen? Ja, das wäre im Grunde genommen auch der nächste große Schritt für mich, um Freedom sozusagen weiterzuentwickeln, weil es gab am Anfang natürlich die Minecraft-Serie, dann gab es die Bücher und dann wäre natürlich der nächste sehr, sehr große Schritt wäre dann zu sagen, okay, jetzt gibt es mal eine Serie davon, eben Zeichentrick bzw. animiert. Das wäre schon ein großes Ziel. Das Problem ist allerdings, das lässt sich nicht so einfach umsetzen. Du brauchst ein riesiges Team, das verschlingt unfassbar viel Geld. Es kostet unheimlich viel Zeit.
Achso, da ist noch der Filter. Boah, ich dachte, warum... Und das ist halt einfach wirklich ein Mammutprojekt. Auch organisatorisch. Baldi, genau. Ey, ich habe einfach keinen Bock. Das nervt mich so übertriebenst hier jedes Mal. Die Leute Pierre, Hanna, Bianca. Pierre, Hanna, Bianca. Pierre, Hanna, Bianca. Pierre. Pierre, Pierre, Pierre. Da ist Pierre. Ja. Also, aber, ja, wenn Netflix mal anklopfen würde, wäre nicht schlecht. Aber bis dahin, ja. Ich bin super happy einfach mit den Büchern. Auch wenn das heute halt ja nicht alles so hundertprozentig geklappt hat. Auf jeden Fall Pierre, Hanna. Hanna war das? Ich hab's schon wieder vergessen, Alter. Ja, aber großes Ziel ist da definitiv noch eine Serie oder mal einen Film zu machen. Aber das lässt sich Hanna und Bianca. Das lässt sich halt nicht so aus dem Ärmel schütteln. Hanna, Bianca. Wo sind Hanna und Bianca? Hanna und Bianca. Jetzt mal ehrlich, wo sind die? Hanna und... Da ist zumindest Bianca. Neu verhandeln, Bianco. Sehr gut. Wir müssen gleich nochmal mit den Handys ein bisschen was gucken. Hanna und Bianca. Wo steckt Hanna? Sorry, Hanna gibt's einfach. Da ist Hanna. Alter, die werden alle so gierig. Es ist so krass. Du willst noch mehr? 20? Also so langsam macht ihr mich battlearm. So, wir müssen hier nachbestellen. Bestellung. Zack. Aber da ist jetzt zum Beispiel die Handys wären da jetzt nicht drin. Wenn ich jetzt hier nachgehe, Verkäufe nachbestellen. Jetzt würde ich die sozusagen doppelt nachbestellen, ne? Weil ich diese, zum Beispiel das Firestorm-Ding, hätte ich jetzt ja überhaupt nicht drin, von dem wir irgendwie 9 verkauft haben. Das nervt irgendwie. Ich finde dieses Mindestlager irgendwie gar nicht so geil. Muss ich zugeben. Also das nervt mich eher, das Mindestlager. Ich will eigentlich eher einfach das immer nachbestellen, was ich habe. Weil das muss ich sagen, mein Lager und so, das ist ein absolutes Chaos. Die Lager sind zwar wieder sehr, sehr gut gefüllt, aber trotzdem verkaufen wir nicht so viel. Das ist ein bisschen schade, weil, also, wir haben hier eigentlich das Ziel, auf die 400.000 zu kommen. Und wir haben jetzt eine halbe Stunde schon und wir haben nicht mal mehr die 300.000. Scheiße, Mann! Junge, weil auch die ganzen, die Sachen, die Kosten explodieren. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir mal ein bisschen Marketing für die Leute, für die Jungs und Mädels machen. Hier hinten könnte ich auch mal wieder in mehr in Computer investieren, die ja immer gut Kohle gebracht haben. Also vielleicht sollten wir tatsächlich mal wieder in diese Richtung gehen. Aber erstmal klären wir jetzt ein paar Fragen. Hörst du beim Joggen, Fahrradfahren Musik? Und warum? Warum nicht? Und welche? Ich höre keine Musik. Weil ich mich einfach... bekomme ich überall Input. Sei es von meinem Handy. Man guckt irgendwas. Man nimmt irgendwas auf. Und das Joggen und das Fahrradfahren zum Beispiel ist bei mir einfach dafür da, um ein bisschen runterzukommen. Und dementsprechend möchte ich da eigentlich nur die Natur hören oder das, was um mich rum ist. Weil in München ist jetzt nicht so viel Natur teilweise. Aber ja, da will ich einfach abschalten und mich nicht... Also kann man das irgendwie nachvollziehen? Ja, so sehe ich das. So, wird denn jetzt hier mal ein bisschen was verkauft? Das sieht doch eigentlich gut aus, weil wir müssen echt mal hinsehen und gucken, dass wir Gas geben. Vor allen Dingen könnten wir mal schauen, die Lager... Hey, hier haben wir noch die kleineren. Aber die Lager sind auch nicht annähernd voll. Deswegen ist dahingehend auch alles easy. Marketing-Team ist auch fleißig am Arbeiten. Finde ich auch gut. Ich muss da jetzt gleich mal ein bisschen einen Blick drauf haben. Hm.
Willst du mal GTA 5 RP zocken? Habe ich schon oft drüber nachgedacht. Ich habe da letztens mit Maxify drüber geredet. Also ich kann mir vorstellen, dass wir mal sowas in der Richtung machen. Am Ende des Tages ist es ja nichts anderes als zum Beispiel Minecraft Freedom oder auch andere Projekte in der Vergangenheit. Bloß eben nicht in der Minecraft-Welt, sondern in GTA. Also Roleplay mache ich jetzt ja dann doch schon ein bisschen länger. Und es bietet natürlich andere Möglichkeiten, weil du plötzlich mit ganz anderen Gegenständen konfrontiert bist. Du kannst viel mehr mit Autos machen. Du kannst vielleicht auch andere coole Sachen machen. Vielleicht mal mit der einen oder anderen AK-47 oder was auch immer. Also da hat man dann ja doch schon sehr, sehr viele und vor allen Dingen auch andere Möglichkeiten, die dann auch andere Szenarien einfach bieten. Da würde ich wahrscheinlich die Story von Aslak Pidizel bisschen fortführen oder welchen Charakter auch immer. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also, muss ich sagen. Ja, das wird auf jeden Fall interessant heute. Aber ich glaube, es läuft gut jetzt. Jetzt haben wir zumindest gleich mal die 300.000 wieder geknackt. Da müssen wir einfach schauen, dass wir weiterhin eine gute Pace haben. Ordentlich Tempo machen. Natürlich werden gleich wieder ein paar... Ihr hattet ja auch mal gesagt, ja, mach doch einfach länger auf. Aber das müsste ich dann nochmal zwischen den Folgen machen. Weil dann muss ich wirklich, und es ist kein Scherz, 15, 20 Minuten alles umstellen. Weil dann müssen alle Arbeiter müssen länger arbeiten. Die Systeme müssen wieder umgestellt werden. Also das ist dann doch ein bisschen krasser. So, oh ja, Lohnkosten... Die fressen schon mittlerweile viel auf. Aber wir haben jetzt trotzdem an dem Tag, krass, plötzlich ein 27.000er Tag. Mega gut. Also kann man tatsächlich... Oh, nur zwei Mails. Das finde ich geil. Mein Lohn. Carolina. Guck, wenn eine Person sich nur beschwert, dann ist geil. So, Carolina. Komm mal her hier. Carolina. Da. An deinem freien Tag. Wir sie direkt mal mit Chef Paletto ein bisschen... ein bisschen verhandeln. So, dann gucke ich doch einfach mal. Dann werde ich jetzt einfach hier gucken, Verkäufe nachbestellen, alle hinzufügen. Wunderbar, dann haben wir 20.000. Bumm, dann sind wir dahingehend fertig. Und dann können wir hier vielleicht mal gucken. Tägliche Nachrichten. Aber ich will ja nicht für, ich will eigentlich nur für den Laden insgesamt Werbung machen. Naja, wir gehen direkt rein. Wollen jetzt mal ein bisschen Tempo machen. So, dass wir hier vielleicht mal schauen, dass das alles endlich mal klappt. Ich könnte hier eigentlich auch viel mehr weitere Elektronik-Sachen verkaufen. Nochmal eine Computeregge hier vorne. Zack. Das sind einfach die Moneymaker. So. Zack. Haben wir, warte mal, wir haben doch auch noch das andere Handy, oder nicht? Ja, die stehen da nämlich gar nicht, die Dinger hier. Zack, Alter. Die haben wir nämlich nie angeboten. Naja, das sind nämlich komplett andere. Da können wir gleich mal gucken, ob das nicht auch gut geht. So. Was haben wir denn hier? Achso, genau. Wann kommt wieder der Adventskalender? Darüber hatte ich ja schon mal geredet. Wie sieht's aus mit Gästen, YouTuber, Streamer etc. einladen in den Podcast? Sowas fände ich mal cool. Ja, ist ein schöner Vorschlag. Allerdings wollen Manuel und ich erstmal noch ein bisschen uns eingrooven. Und wir werden auf jeden Fall noch zukünftig Leute einladen. Aber erstmal, weil ich bin noch nicht so hundertprozentig drin im Podcast. Also ich bin immer noch sehr nervös zum Beispiel und bis sich das alles so komplett gelegt hat, ja, denke ich, bis dahin sollte man noch ein bisschen warten. Wann machst du wieder ein Video, wenn du wandern gehst? Das ist ja meistens relativ spontan, abwarten, aber es kommen ja manchmal so ein paar kleine Schnipsel auf Instagram. Es tut mir leid, falls ihr im Hintergrund das Bohren hört. Das ist, ich glaube, mein Nachbar zieht aktuell aus. Ja,
Was haben wir hier? Oh Gott. Wirst du eine Roomtour machen? Achso, vom... Es tut mir wirklich leid. Alter, ey, das Bohren. Leute, hört bitte auf. Es geht hier wirklich die letzten Tage, den ganzen Tag. Weil wir haben wohl auch einen großen Wasserschaden hier im Haus. Glücklicherweise betrifft das nicht meine Wohnung. Und deswegen müssen wohl hier in einigen Wohnungen die Wände aufgerissen werden und alles. Es ist absolutes Chaos. Und ja, das nervt schon ziemlich. Aber was will man machen? Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, ob sozusagen diese Vibrationen auch letztlich im Mikrofon landen. Warst du am Anfang deiner Karriere erfolgreich? Meinst du von meinem YouTube-Kram? Nein. Ich weiß nicht, ob ich die Frage schon mal beantwortet hatte in einem Video. Aber nein, das dauert einfach ganz, ganz lange auch, bis man überhaupt ein paar Zuschauer hat, bevor man Zuschauer hat, die regelmäßig wieder einschalten. Und das braucht einfach seine Zeit. Und das ist ja auch leider das Problem von vielen, die neu anfangen auf YouTube, die denken, ja, ich mache das jetzt einen Monat und dann will ich mindestens die 100.000 Abonnenten haben. Und wenn ich das Ziel bis dahin nicht erreicht habe, dann verfolge ich das nicht mehr. Und diese ganze Mentalität, habe ich das Gefühl, hat sich teilweise einfach ein wenig verändert, was YouTube angeht. Weil, weiß nicht, also vielleicht sehe ich das auch falsch, aber viele, mit denen ich angefangen habe, also die so in dieser gleichen Zeit angefangen haben mit YouTube wie ich, wir hatten einfach Bock, Videospiele zu zocken und andere Leute, oh, ein 30.000er Tag, sehr geil, und wir wollten andere Leute daran teilhaben lassen. Und, oh Gott, höre Höhle. Warte mal, Jasmin Carsten. Warte mal, kann ich dich nicht direkt anklicken? Warum kann ich dich nicht direkt anklicken? Es würde mein Leben so vereinfachen, wenn ich Jasmin jetzt direkt anwählen könnte. Jasmin. Genau. Oh, guck mal hier, Carolina hat gestern auch gesagt, dass sie mehr Geld haben will. Ah ja, habe ich, glaube ich, bestimmt gegeben. Jasmin und Carsten. So, wo ist denn Carsten? Jasmin. Da ist Carsten. Ja. Deswegen, Leute, wenn ihr das Ganze macht. Oh, ich glaube, dem habe ich ein bisschen zu viel gegeben. Jetzt noch Jasmin. Dann macht es einfach, weil ihr Bock drauf habt. Weil man darf auch nicht vergessen, die Wahrscheinlichkeit ist halt auch einfach super gering, dass das irgendwie klappt. Ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt in meinem Leben. Das darf man auch nicht vergessen. In Bezug auf meinen Lohn. Hanna und Tristan noch. Ja, ich hatte viele Leute, die mir geholfen haben. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man darf sich da auch irgendwie nicht einbilden. Irgendwie nur, weil man jetzt Glück gehabt hat, irgendwo da zu landen, wo man ist, dass man irgendwie der krasseste Typ der Welt ist. Also, ich habe natürlich auch sehr, sehr viel Herzblut reingesteckt und tausende von Stunden an Arbeit. Allein was Freedom, oh Gott, Freedom hat mich regelmäßig an die Grenzen meiner Belastbarkeit gebracht. Und ich weiß, ihr denkt jetzt, hä, warum, was? Dieser Druck, jeden Tag eine neue Folge, jeden Tag, die Story muss weitergehen, die Story muss Sinn machen, es darf nicht zu spät kommen, weil, wie gesagt, innerhalb der ersten Stunde haben 100.000 bis 150.000 Leute das Video angeklickt und ich wusste halt, da sitzen jetzt so viele Leute, wenn die Stunde eine Stunde... Und diesen Druck habe ich mir auch selber manchmal dann einfach zu sehr gemacht. So, nee, ich brauche jetzt gerade niemanden. Ich muss aber die Sachen nachbestellen. Und ja, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was YouTube zum Teil sehr von anderen Berufen unterscheidet. Und ich will mich da auch überhaupt nicht beschweren. Versteht das bitte überhaupt nicht falsch. Aber YouTube ist in erster Linie nicht
Und das merkt man ja auch. Das ist nicht das Körperliche, was dich kaputt macht und was auch viele YouTuber kaputt macht. Wie oft hört man in letzter Zeit Crispy Rob und auch viele andere, die einfach sich eine Pause nehmen mussten oder auch Manuel und so weiter, weil das auch einfach an den Kopf geht. Das ist einfach so. Der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, auch so viel Input zu bekommen, auch so viel Kritik zu bekommen, so viel Hass zu bekommen. Natürlich auch viele positive Sachen, versteht mich da nicht falsch. Aber es ist halt auch so, ich werde tagtäglich hundertfach beleidigt. Ich werde tagtäglich von Leuten, dieser YouTube, Punkt, 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 was ist das für ein Lappen und was auch immer. Und man kann labern, wie man will. So ist es zumindest bei mir. Auch selbst nach dieser langen Zeit gibt es manchmal Kommentare, die einem trotzdem nahe gehen. Nicht so, dass man weint oder so, aber dass man sich denkt, okay, woher kommt dieser Hass? Woher kommt diese Ablehnung? Und da habe ich ja noch Glück. Also das muss ich ja sagen, dass ich dadurch, dass ich nicht so im Fokus stehe, habe ich das jetzt nicht so wie vielleicht manche andere YouTuber. Aber ja, deswegen ist auch mein Motto einfach, ich mache mein Ding. Ich versuche Leute zu unterhalten auf YouTube und das war's. Ich will mich nicht in irgendeinen Beef einmischen. Ich will Leute nicht bewerten. Ich möchte einfach nur mein Ding machen. Ich möchte einfach nur Gaming-Kram machen. Und das war's. Das ist das einzige Ziel, was ich am Ende des Tages verfolge. Ja, das Haus zahlt sich nicht von allein. Natürlich ist das auch ein Aspekt. Ganz klar. Also, natürlich möchte ich aussorgen für später. Also, weiß nicht, das ist ja letztlich auch das Ziel wahrscheinlich von ganz, ganz vielen. Also, und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass YouTube nun mal so ist, dass das eine gewisse Halbwertszeit hat. Wie viele YouTuber sind schon komplett von der Bildfläche verschwunden? Ja. Und deswegen versuche ich einfach das zu machen, was ich seit Jahren mache, dabei weiterhin Spaß zu haben. Und ja, that's it. Eieiei, Leute. Also ich habe das Gefühl, das sieht heute nicht ganz so gut aus. ja, lassen wir uns mal überraschen. Wahrscheinlich muss ich den Titel umändern in dieses Video sollte enden, wenn wir 400.000 Euro haben. Weil das geht ja komplett in die Hose. Vor allen Dingen habe ich auch gleich einen Aufnahmetermin mit dem kleinen süßen Maxify. Weil wir sind jetzt bei 46 Minuten. Und wir haben... Ich meine, guck mal, wie viele Leute hier sind. Die müssen doch kaufen. Und ich meine, wir machen ja auch pro Tag 30.000 Euro Gewinn. Aber wir müssen halt auch immer wahnsinnig viel wieder ausgeben. Ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich versuche jetzt einfach nochmal ein bisschen Gas zu geben, sodass das hoffentlich klappt. So, Manuel hat noch nicht geschrieben. Weil der heutige Tag ist relativ voll. Ich habe heute noch mit Maxify einen Aufnahmetermin. Oh, da muss ich noch was auf der Switch runterladen. Und dann habe ich noch den Kottbruder-Podcast zusammen mit German Let's Play. Vielleicht kurze Info für alle Leute, die es nicht wissen. Ich habe einen Podcast zusammen mit Manuel. Dort talken wir einmal in der Woche ein bisschen über Gott und die Welt. Also Gott ist relativ selten vertreten, aber alles so um die Welt drumherum. Das ist schon am Start. Und ja, ist immer cool. Macht immer Spaß. Tschüss, Jungs und Mädels. Oh. Ah, jetzt haben wir schon 331.000. Das ist an sich schon nicht schlecht. Gut, natürlich gehen da wieder die ganzen Löhne ab. Ganz klar. So, Lohn zu niedrig. Mia, Stefan und Mona. Einfach wahnsinnig viele Leute wieder. Aber guck mal, die sagen ja baldige Sachen. Ja, da müssen wir einfach mal gucken. So, Bestellung. Alle hinzufügen. Nachbestellen. Wunderbar.
So, wen hatten wir da jetzt nochmal? Mia, Stefan, Victoria. Mia. Gehalt neuer verhandeln. Boah, Alter, was die mittlerweile verdient. Und so viel müssen wir auch mittlerweile zahlen. So, Mia, Stefan. Da ist Stefan. Oh, ja klar, Stefan ist krank. Und dann ist er wieder krank und Urlaub und kündigt. So sieht's doch immer aus. Ich kenne euch doch. So, wer war... Hannah war die dritte, ne? Oder wer war das nochmal? Victoria. Okay, alles klar. Der Junge hat so einen... Das muss ich schon sagen. Das Internet hat schon mein Gehirn ein bisschen gefrostet. Und es ist auch... Ich hoffe einfach. Also ich hoffe wirklich unfassbar, dass ihr das nicht hört. Also es wird hier die ganze Zeit konstant im Hintergrund gebohrt. Und es geht mir sowas von auf den Sack. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, schauen wir mal. Was haben wir noch für Fragen? Ach stimmt, ich könnte auch an sich auf den Tweet gehen. Weil manchmal benutzen die Leute auch nicht das richtige Hashtag. So, genau. Könnt ihr bei dem Podcast mal eine Frag-GLP- und Palutenrunde einbauen? Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Lässt du dein Haus einrichten oder richtest du es selber ein? Möbel selber aufbauen etc. Ich werde für dieses Haus möchte ich auf jeden Fall Möbel. Achso, der wurde schon gecatcht. Möbel vom Schreiner. Ich glaube, Schreiner ist der richtige, oder Zimmer? Ich glaube, Schreiner. Genau. Die dann so Maß angefertigt werden letztlich. Weil ich würde es halt so gerne haben, dass ich einmal Möbel richtig schreinern lasse und dass die dann auch gefühlt ein Leben lang halten. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe jetzt ja auch im Laufe meiner Zeit schon die ein oder anderen Möbelstücke mir gekauft. Und ey, no front an IKEA. Es ist auch eine Zeit lang, ist alles cool. Aber irgendwann geben die halt den Geist auf. So. Und ich hätte jetzt einmal gerne, weil es ist auch, so blöd das klingt, wenn die perfekt passgenau sind, dann ist es halt einfach sehr geil. So. Hattest du schon Corona? Jo, hatte ich. War bei mir verhältnismäßig milder Verlauf. Welche Frage kannst du überhaupt nicht mehr hören, weil sie schon so oft kam und dich nervt? Wann kommt Ark? Das habe ich auch schon gefühlt tausendmal beantwortet. Ja. Oder auch diese Frage. Wann circa können wir das Bug-Video für Manu erwarten? Ich verstehe ja, das ist die... Oh, das ist die Leute interessiert. Warum habe ich die Zeit nicht ordentlich laufen lassen? Aber ja, ich habe dazu ja auch schon ganz oft was gesagt. Aber ich kann es verstehen, dass es die Leute immer noch sehr interessiert. Kennst du Dungeons and Dragons? Ja, kenne ich. Das schreit nach einer neuen langen Gucci-Simulator-Folge. Oh ja. Oh ja. Kannst du auch mal nach Südtirol Skifahren kommen? Schauen wir mal. Südtirol ist halt sehr weit, oder? Ist schon ein bisschen weiter, glaube ich, als der Rest. Aber auf jeden Fall. Ich will möglichst viele Skigebiete mal abfahren. Würdest du bei Freedom irgendwas ändern, wenn du es jetzt das erste Mal aufnehmen würdest? Ach nee. Ich bin unfassbar froh, wie Freedom gelaufen ist. Dass ich so viele coole Leute dadurch kennenlernen konnte, durfte. Klar kann man im Nachhinein sagen, es wäre vielleicht cooler gewesen, wurde gecatcht, sich ein Team zu holen. Aber nee, ich bin einfach unglaublich dankbar, wie es gelaufen ist. Und ich bin auch froh mit dieser Transition von Videos zu Büchern. Ja, also da bin ich sehr glücklich. Oh, danke Paluten für die tolle Kindheit. Sehr gerne, JumakTV. Hm.
Einer fragt, existierst du noch? Ich glaube schon, ja. Ich bin da. Da ist schon wieder die Frage nach GLPs Kuchen. Rauchst du? Nee, ich rauche nicht. Ich glaube, manche... was war das? Ich hatte irgendwas zur Shisha oder so gesagt. Hattest du schon mal überlegt, in die Schweiz zu ziehen? Die Frage habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon mal beantwortet. Wann nächste Zugfolge? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall eine gute... Boah, ich habe gerade richtige nervige Halsschmerzen. Hört auf, Halsschmerzen. Ich habe heute noch viel zu tun. Das ist wieder, weil ich mache auch immer den gleichen Fehler. Ich habe halt abends bei mir immer sehr gerne das Fenster offen. Weil ich mag es, wenn mein Schlafzimmer abends schön gekühlt ist. Aber manchmal meine ich es dann ein bisschen zu gut. Hau dann die Tür einfach zu weit auf. Und dann ist blöd. Weil dann ist zu viel Kälte, kommt dann rein. Und morgens wache ich dann auf mit so einer richtig verschnupften Rotznase. Und das ist dann schon immer extremst ätzend. Das kann ich euch sagen, Leute. Das ist nicht schön. So, Calorda, Frühjahresurlaub. Ah ja. Calorda. Ja, Calorda. Es ist die schöne Calorda. Ah, da ist sie direkt. Kann es sein, dass du dumm bist? Boah, davon habe ich die ganze Zeit so einen Ohrwurm und ich weiß gar nicht, woher. Kann es sein, dass du dumm... Ja, bin ich. Mann, lass mich doch in Ruhe. Da kann ich doch nichts für. Das ist halt nicht so einfach mit meinem Gehirn. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Was war dein größter Erfolgsmoment, abgesehen von YouTube? Naja, mein größter Erfolgsmoment... Also, was heißt abgesehen von YouTube? YouTube beeinflusst natürlich viel von meinem Leben. Zählt, dass ich meinem Vater sozusagen eine Doppelhaushälfte bauen konnte? Zählt das mit dazu? Falls ja, war das ein ganz großes Achievement? Dass ich meiner Mutter ein Auto kaufen konnte und auch so noch was geben konnte. Für zum Beispiel ihr Bad in ihrer Wohnung, für die Renovierung und so. Zählt das alles dazu? Dann ja, das sind absolute Glücksmomente, dass ich meiner Familie helfen konnte und auch weiterhin kann. Weil, ja, es ist nicht so, ich will nicht sagen, also es gab bei meiner Familie gab es immer so ein Auf und Ab, weil das Problem war auch, dass meine Eltern sich halt, mal waren sie zusammen, dann waren sie eine Zeit lang getrennt und das hat das dann manchmal auch alles ein bisschen schwierig gemacht, weil es alleinerziehende Mutter und so weiter und dann Paletto noch als Kind dazu, eieiei. Und da war es manchmal dann schon doch ein bisschen härter. Aber insgesamt waren wir nie eine Familie, die jetzt hier, weißt du, Rich Kid, Anwaltskind oder Ärztekind, weißt du. Das war nicht der Fall. Und so ist es einfach schön, dass ich weiß, dass meine Eltern sich eigentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Und das ist einfach ein großes Privileg. Und natürlich, ja, dass ich einfach jetzt mir ein Haus bauen kann. Das ist einfach für meine... Also, weil das Ding ist, das hätte ich mir halt niemals erträumen lassen können, dass ich mal ein eigenes Haus bauen werde. Weil es ist jetzt auch nicht so, als wäre ich Harvard-Professor und wäre halt irgendwann Anwalt geworden. Oder ich wäre... weil ich war nie der Klügste, ich war nie der Sportlichste. Aber ich denke zumindest, dass... Ja, also ich bin... Ja, ach, ich weiß auch immer nicht, was ich sagen soll. Cut, bitte Cut. Ja, gibt keinen Cut. Aber ja, ich bin glücklich. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Aber, das ist auch so ein wichtiger Punkt, Leute. Weil viele sehen immer so diesen ganzen YouTuber-Lifestyle oder sehen auch, ach, der Paletto, der ist immer happy. Alles ist immer easy. Das ist natürlich auch nicht so, Leute. Auch mein Leben hat mal eine Hochphase, eine Downphase,
ein Plateau oder was auch immer. Aber ich sehe zum Beispiel auch meinen YouTube-Kanal einfach als eine Art, wie sagt man, ihr könnt hier hinkommen, um einfach abzuschalten. Und da geht es nicht darum, oh, Paletto labert jetzt hier über, was ihn gerade so tagsüber bewegt oder was auch immer los ist. Dafür ist mehr der Podcast da, wo ich mit GLP viel über sowas quatsche. Auch privater und so weiter. Dafür kann ich nur jedem empfehlen, Kottbruder, schaut da gerne mal vorbei. Aber wenn ich jetzt hier im Normalfall, dieses Video ist jetzt vielleicht auch ein bisschen privater, aber sagen wir mal, wenn wir ein kleines BeamNG-Video am Start haben, dann ist es mehr gute Zeit haben. Wir lassen Sachen in Minecraft explodieren. Das ist einfach, da sollen die Leute einfach abschalten. Und das ist einfach, ja, mein Ziel. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ja, das ist schon eher so das Ziel, was ich da am Ende des Tages habe. Oh, hier wurde aber auch wieder ganz gut was verkauft, ne? Also, das nicht schlecht. Alter, und können diese Bauarbeiter, ich weiß, ihr macht nur euren Job und ich bin gar nicht sauer auf euch, aber es geht mir unfassbar auf den Sack. Oh, wieder ein 26.000er Tag. Lecker. Lecker Schmerz. Ah, 7 Mails. Fühlt sich krank in Bezug auf meinen Lohn, Alter. Oh, das ist auf jeden Fall, Mann, ey, ich habe jetzt auch einfach keine Lust, das zu machen. Also, ich denke, wir haben jetzt hier auch, glaube ich, knapp eine Stunde am Start. Und das Problem ist, dass auch in 20 Minuten muss ich auch schon zu Maxify. Wir können mal gucken. Vielleicht schaffen wir das auf Biegen und Brechen. Aber ja, notfalls ist es heute einfach echt mal gescheitert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So, warte mal. Wenn wir jetzt einfach mal versuchen, alles abzuverkaufen. Schauen wir mal. Wenn wir versuchen, die Lager leer zu machen, vielleicht könnten wir es schaffen. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ansonsten muss die Strategie mal ein bisschen überdacht werden. Warte mal, was haben wir denn noch? Haben wir hier hinten? Wir können ja mal gucken. Haben wir denn hier noch Artikel? Artikel bearbeiten. Hier sind zum Beispiel die Mäuse. Hier haben wir doch. Die stehen da schon alle. Aber die grünen Notebooks? Die sind doch hier gar nicht mehr. Artikel passt nicht. Ja, dann machen wir schön die ganzen Artikel hier weg. Artikel einpacken, Alter. Pack mal den Artikel weg. Und pack mal schön den hier rein. Nee, pack mal alles hier weg. Artikel einpacken. Genau. Bam, 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 bam. Pack mal ein. Und jetzt... Sag mal! Jawohl. So. Zack. Perfekt. Du kommst hier auch nochmal ran. Sehr geil, sind da, ja, die Gaming-PCs sind da auch am Start. Haben wir noch Zubehör. Die Maus. Monitore. Haben wir auch nur die. So. Dann gucken wir doch mal, dass wir einfach noch mal ein bisschen hier Super Sale machen. Mit all den Artikeln. Damenbekleidung. Guck mal hier, die Sachen. Guck mal hier. Die Femme Fatale, Alter. Die sind doch auch unfassbar viel Money. Die Dinger. 100 Pro, Alter. Dann hängen die da mal schön hin. Artikel hinzufügen. Ich sag's euch, das wird's. Haben wir hier noch? Damenbekleidung, Schuhe. Haben wir noch ein paar High Heels. Die hässlichen Dinger. Zack. Von den roten Ballerinas. Machen wir schön Artikel hinzufügen. Okay, wir sind jetzt wirklich auf der hinterletzten Mission. Um hier alle Artikel an den Mann zu bringen. Oder auch die Frau. Hier, die Hose. Die scheint doch auch niemand zu kaufen. Hier haben wir noch was. Pack die mal schön an die Stange. Sehr gut. So, was haben wir hier? Herrenbekleidung, Hemden. Kurzärmlich. Da, von dem schwarzen Shirt haben wir noch 15. Da kann mir doch niemand erzählen, dass die ganze Zeit nicht verkauft werden. So.
dann Artikel hinzufügen. Wenn wir die noch loswerden. Das kann noch was werden. Ich sage euch das. Guck mal hier. Die sind doch Sachen. Alles, was wir haben. Alles, was wir haben, muss raus. Elektronik. Ah, hier haben wir schon so gut wie alles rausgeballert. Hier haben wir nochmal das. Das Handy kann hier, die beiden können da nochmal hin. Sehr nice. Hängen jetzt da unten. Hier ist auch noch ein Firestorm. Ja. Can you help me? So, weiter verkaufen jetzt, Leute. Weiter verkaufen. Hier muss alles raus im Lager. Ja, Lager wird auch immer dünner. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir draufpacken können? Es gibt doch hier auch noch Schuhe. Was ist denn mit den ganzen Herrenschuhen? Herrenbekleidung, Schuhe. Da haben wir auch noch total viel im Lager. Vor allen Dingen von den Fußballschuhen. Also die könnten noch mal wichtig werden. So, Tag ist jetzt... Wir sind bei 375. Das können wir schaffen. Wir brauchen... Ah, weil die Kunden... Das wird jetzt nochmal... Das wird ganz fruchtig. So, wir können jetzt nichts nachbestellen oder sonst was. Wir werden direkt den nächsten Tag beginnen. Keine Steuern, bitte. Nein, die Steuern! Scheiße, Alter. Wir brauchen jetzt einen... Wir bräuchten einen 34.000er Tag. Aber es ist schon alles... Es ist alles leer geräubert. Es ist jetzt schon alles leer. Hier kriegen wir... Wir kriegen keine 34 mehr hin. Das ist... Machen wir uns nichts vor. Kurze Hosen. Da die Lager sind leer. Die Computer hier hinten könnten nochmal was bringen. Aber dass das eine 34.000 wird... Drückt die Daumen. Vielleicht sollten wir Leute nach Hause schicken. Ja, wir können. Auffüller. Für heute nach Hause. Wir brauchen nicht so viele heute. Auch Leute an den Kassen. So viel werden wir heute nicht verkaufen. Verkäufer sind nochmal wichtig. Zwei Auffüller sollten reichen. Security muss auch noch sein. Security müssen wir heute darauf verzichten. Wenn es bimmelt, muss ich ran. Okay. Ja, Werbetreibende. So, wir müssen jetzt gucken. So haben wir hoffentlich jetzt ein bisschen Kohle gespart. Ach Gott, der Laden ist leer. Der Laden ist leer geräubert. Oh! Stopp! Zack. Okay, ey, es sind doch nur noch 28.000. Mann, 28.000, das könnte man noch. Na, es sind viele Schuhe noch. Viele Schuhe. Pizza? Lebensmittel? Wie, hier ist noch... Verkauf die Pizza! Da, Pizza, ja. Pizza ist lecker. Lecker. Ja, genau. Greift mal schön in die Pizza. Okay. Was haben wir noch? Oh, die PCs sind auch fast alle ausverkauft. Hier haben wir noch ein Computer. Monitore. Alles ausverkauft. Hier können wir nochmal einen weiteren Computer hinstellen. Aber das sieht nicht gut aus. Ah, wir sind... Also, es ist tatsächlich knapp. So viel kann man, denke ich mal, festhalten. Vielleicht, wenn die Schuhe... Haben wir nicht noch... Stopp mal hier, wir haben doch noch Schuhe. Ah, ich konnte hier auch noch was... Herrenbekleidung, Schuhe, Sneaker... Hier, was ist mit den ganzen... Der steckt doch hier gar nicht drin, der Schuh. Auch der hier nicht. Der hier auch nicht. Da, pack die mal schön. Artikel hinzufügen. Pack die mal schön dahin. 20.000. Haben wir hier noch was? Damenschuhe. Alles ausverkauft. Oh Gott, oh Gott.
Ja, die grapschen aber schon nochmal zu. Hier nochmal schön wieder auffüllen. Hier kann ich nichts auffüllen. Kann ich vielleicht nochmal bei den Schuhen gucken, ob die da noch was von haben. Hier, was ist denn mit denen? Wollen die Leute die nicht haben? Artikel hinzufügen. Komm. Es sind doch nur noch 19.000. 19.000! Bitte. Computer sind jetzt auch schon draußen. Alle wollen die... Mist, hier kann ich nichts mehr hinzufügen. Zack. 17.000. Nein, Dieb. Jawohl. Uff, 80. Das war gut. Nein. Oh, es fehlen... Es werden wahrscheinlich am Ende 15.000 Euro fehlen. Ja, diese Folge endet, wenn ich 384.000 Euro habe. Oh, wir haben die 384.000. Ja! Leute, ey. Wir sind jetzt eine Stunde, 10 Minuten am Daddeln. Ja, jetzt geht natürlich da ja ein bisschen was runter. Ich hoffe, auch wenn wir leider dieses Mal unser Ziel nicht erreicht haben, hoffe ich trotzdem, dass diese Folge euch unterhalten hat. Falls ja, lasst super gerne einen kleinen Like da. Und ja, schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Tschüss.